Zuerst mal bin ich super aufgeregt. Wir haben deutlich mehr Anmeldungen bekommen, als wir gedacht hatten. Aber alles funktioniert. Ich freue mich wahnsinnig darauf, hier so viele Partner und Kunden und Menschen aus unserem Ökosystem zu sehen, selber mit denen in Kontakt kommen zu können und die Möglichkeit zu schaffen, dass die Leute sich untereinander zu vernetzen und miteinander reden hier. Ich begrüße Sie recht herzlich beim 10., mittlerweile 10. Univention Summit. Mein Name ist Janine Mehner und ich freue mich sehr, Sie heute durch den Tag zu führen. Reclaim Your Identities bedeutet, dass User und Unternehmen die Kontrolle über ihre User-Daten behalten sollten. Das ist sehr, sehr wichtig, weil wir sonst Gefahr laufen, dass wir in 5 Jahren in einer Welt leben, wo 3 Unternehmen die Daten aller User hosten. Wir haben uns dafür entschieden, als Partner uns hier beim Univention Summit zu beteiligen, weil das einfach eine schöne Plattform ist, um sich auszutauschen. Ja, OnCloud als FileSync- und Share-Plattform ist ja die Nummer 1 der Apps, die man über den Univention App Store runterladen kann. Und da liegt es nahe, hier mit Kunden und Nutzern ins Gespräch zu kommen. Für uns ist es wichtig, im Univention Umfeld aktiv zu sein, weil Univention als Plattform doch gerade im deutschsprachigen Bereich extrem gesetzt ist. Und das sehen wir auch anhand unserer Downloadzahlen, wenn halt unsere Apps installiert werden, wie häufig das doch auf der Univention-Plattform passiert. Ich bin heute vor allen Dingen hier, um mir im Schulumfeld das Produkt näher bringen zu lassen, weil wir da erste Kontakte mitgemacht haben und das Produkt bisher als sehr innovativ kennengelernt haben. Univention steht für uns einerseits als Plattform, die Tore öffnen kann, andererseits als ein in allen Belangen zuverlässiger Partner. Wir sprechen hier darüber, wie Organisationen, das Bildungssystem, Unternehmen, die öffentliche Verwaltung, wir als Gesellschaft dafür sorgen können, wie wir unsere digitalen Identitäten, das Wissen über uns als Person, über unsere Verbindung zu Organisationen schützen können, damit wir letztendlich auch zukünftig unsere Geschicke durch unsere eigenen Ideen und durch unsere eigenen Innovationen vorantreiben können. Das ist das große Thema hier heute. Es freut mich irrsinnig, dass hier so viele tolle Menschen sind. Und was mich auch freut, ist dieses Geräusch im Hintergrund, wo ich merke, die reden alle miteinander, die tauschen sich aus, die sind miteinander zugange. Das ist genau die Stimmung, die wir hier produzieren wollen. Und das ist super. Klasse, ganz außerordentlich gelungen, toll. Ganz viele Leute, mit denen man sich fachlich austauschen kann. Tolle Vorträge, tolle Anwendungsbeispiele. Ich lerne ganz viel. Gefällt mir sehr gut. Es ist für viele Interessen, unterschiedliche Vorträge, Roundtables, sehr interessante Geschichte. Ich finde ihn sehr interessant, es ist für mich das erste Mal, sehr informativ und man kann gut netzwerken und viele Informationen sich holen. Super, wie jedes Jahr, total ausgelassen, tolle Leute, weiter so. Ist super, war letztes Jahr auch schon super, es gibt super viele Chancen auch. Klasse, immer größer, größer von Mal zu Mal, aber umso schöner, dass man halt auch bekannte Gesichter hier wieder sieht. Also die Stimmung heute ist wirklich hervorragend. Also ich finde, hier findet was Großartiges statt. Was hat Ihre Erwartungen heute noch übertroffen? Dass alle da waren, dass ich glaube, dass die meisten sich wohlgefühlt haben, dass es eine super Stimmung war, dass alle miteinander kommuniziert haben, dass Vertrauen aufgebaut wurde, dass wir neue Dinge zusammen machen werden. Das ist, glaube ich, wirklich das, was wir hier erreichen wollten. Und deswegen war das für mich ein super hervorragendes Event.